Meine Damen und Herren, wir haben uns heute hier versammelt für die Official Demon Slayer Season. Staffel 3 ist endlich hier. Wir werden auf jede einzelne Folge reagieren. Wir sind komplett Manga-Spoiler-free und ich sage wir, weil natürlich die legendärste Zeit auf diesen Zweikanal zurückkehren wird. Mit mir wird in dieser Season kein anderer reagieren als OP zu dem Tee. Yo, liebe Leute, ich freue mich so besonders. Das ist wirklich die Hype-Reaction des Jahres. Also, ich bin so maximal gehypt. Das ist ja wirklich Kinoniveau, von dem alle reden. Also, ich bin so gehypt. Ich weiß auch nichts. Also, ich habe nichts gesehen. Safe. Also, letztes Jahr waren die Reactions krass. Also, Support war natürlich da. Aber ich muss sagen, letztes Jahr haben die Reactions mit Tee einfach so viel Spaß gemacht, weil wir einfach nicht wussten, was passiert. Und das hat das Ganze so geil gemacht. Ja. Heute weiß ich leider, was passiert, weil ich die erste Folge bereits sehen durfte. Aber ich habe natürlich den guten Theo dabei, weil er weiß nicht, was passiert. Und ich predikte jetzt schon mal, dass er gleich komplett durchdrehen wird. Ich würde aber sagen, wir haben wieder die Likes rein. Tee, wie viele Likes sollen auf diesem Video hier raufgehauen werden? Mindestens 4000, Leute. Mindestens 4000. Kannst du das auch unterstützen, wenn du den doppelten Gabler raushaust? Einen doppelten Gabler? Okay. 2000 für jeden Arm. Okay, ey, das muss drin sein. Leute, wir freuen uns. Ich schwitze mir jetzt schon eins zurecht. Aber ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da, Abo auf den Kanal, Kommentar bei diesem Video und wir gehen rein in Demon Slayer Staffel 3. Ich bin nicht ready. Du bist wirklich, also jetzt, du bist wirklich nicht bereit. Es ist wirklich sehr, sehr krass, was sie aufgefahren haben. Es ist wirklich ein reiner Flex. Wir sind erstmal wieder back, wo wir letztes Mal waren. Oh Gott, er findet jetzt so, er findet jetzt die Trümmern. Der ganze Red Light Distrikt. Ja. Aber es ist cool, dass wir wieder sofort weg sind hier. Direkt, ja. Die hängen da immer noch rum. Ey, man kann es doch flawless gucken. Ja. Ey, die chillen da einfach noch, Bro. Tanjiro, Bro. Als hätte er diesen anderen Boxkampf gehabt. Ey, ich habe gestern nochmal den Kampf gesehen. Komplette Folge. Ey, das ist so geil, dieser Kampf. Um mich maximal zu hypen. Guck mal, er aber. Er ist so hyped. 100 Jahre lang noch nie so einen geilen Anime gesehen. Digga, er ist... Ist er nicht der Übergott gewesen? Ich weiß nicht, was mit ihm ist, aber er ist irgendwie für mich Musans Cousin oder so. Was Blut sieht er? Guck mal, wie das Blut aussieht. Ey, das ist so krass. Oh mein Gott. Der Look auch allein jetzt schon. Oh Mann, das war der einzige Schandfleck unserer Family. Voll weird, ne? Ich weiß ja auch nicht, keine Ahnung, so. Ey, das wurde jetzt einfach reingeworfen. Ja. Wahrscheinlich. Aber, Alter, ey, krass. Digga, du weißt nicht, es ist so geil. Es ist so, ey. Was ist das? Du weißt nicht, Bro. Du weißt, wie letztes Season geflext worden ist mit Kamerafahrten, ne? Ja, das war CGI. Ein Haufen Scheiße. Oh, das ist dieses unendliche Musan-Schloss, ja, ne? Ja, ja. Das Infinity. Ja! Oh. Digga, das sieht so krass aus. Und ich hoffe, nach deinen ganzen Minecraft-Sessions weißt du noch ungefähr das Feeling, wie es ist, an einem Enchantment-Table zu sitzen. Weil gleich wirst du es mal auf eine andere Art und Weise spüren, nachdem wir hier durch sind. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Oh, Digga! Oh, shit, man! Ja! Digga, Yufu Table hat er dann so rumgedoktert wieder, wie lange? So übertrieben, so übertrieben. Ey. Und er nicht CGI. Perfekt gezeichnet. Oh, das fällt nicht auf. Zunehmende 3. Ja, stimmt. Das Soundeffekte. Ey, das ist so krass. Ey, da ist doch safe der Endkampf, oder nicht? Ey, ich hoffe. Ich muss einen Kampf starten. Das wäre so, ey. Digga, auch Musan kontrolliert alle Räume so, Digga. Das ist Pinnacle of Anime, wenn die hier fighten. Das wäre so crazy, Alter. Oh mein Gott. Ey, wie geil. Es ist echt wirklich. Also das ist, also man muss, also egal, es ist unglaublich. Es ist für mich wirklich immer wieder unglaublich zu sehen. Gänsehaut. Oh, was? Es ist so crazy. Das ist kein Anime. Mit seinem Soundtrack auch, ne? Richtig geil. So ein Remix von seinem Soundtrack. Oh mein Gott. Und dann so eine Landung. So 3-Punkt-Landung, ja. Junge. Alter. Oh, so ein Zelda-Schrein. Die sagen einfach zu allen anderen Studios so, ihr seid scheiße gegen uns. Ja. Die haben die CGI-Plugins, die richtigen, gekauft, Digga. Alter, die haben die wirklich richtigen Items gekauft. Alter. Ja, macht er das oder ist Musan, der ihn gerade irgendwo hinlenkt, wo ihn haben will? Keine Ahnung, was hier gerade passiert. Alter, ich kann nicht mehr. Bin ich bereit für so viel? Du bist nicht bereit. Also, du bist wirklich bereit. Also, Retalk, egal was du vorstellst, du bist nicht. Guck mal, das Ding ist, ich kann auch sagen, was ich will, weil ich weiß, egal was ich sage, es kann dir nicht das mies machen, was kommt. Oh, Digga, der Boden. Alter. Oh, das sieht so clean aus. Oh, Digga. Krass. Alter. Wer ist er? Ey, ich kann mir nicht vorstellen, jeder von denen wird noch ein krasser Gegner. Es gibt noch so viele von denen. Wer ist er für ein Creep, was? Ey, ich schwör's dir, als ich im Kino geguckt hab, ne, ich dachte Real Talk, dass diese Frau Musan wäre. Ich bin mir so sicher. Ja, so dass sie am Ende diesen Verwandler macht oder so. Auf den muss ich sagen, bin ich auch sehr gespannt, ne?
Light Yagami Synchronstimme. Ich bin sehr gespannt auf den. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, also ich dachte bei dieser Szene, dass die beiden irgendwas am Laufen haben und vielleicht dieser Doma irgendwas gemacht hat, als Akaza noch ein Mensch war. Irgendwie sowas, weil der Vibe ist... Ja, der ist zu vertraut so, ne? Ja, und Akaza kann ihn gar nicht ab, so. Hörst du die Stimme? Sie bricht auch so ein bisschen. Ja. Oh, Digga, was? Digga, sag Kiefer weggehauen. Oh, guck mal, wie er ihn frontet. Du scheinst ein klein wenig stärker geworden zu sein. Oh, was? Okay, doch. Ja, genau. Oh nein. Ist es doch, ey, Digga, ist das ey. Dings? Ey. I don't know about that one, ne? Aber der Typ hat eine Aura, Alter. Ja, oh mein Gott. Und Stimme von Dingens, Byakuya aus Bleach, ja, ne? Typ. Andere Vibes. Aber wer ist das, Digga? Keine Ahnung. Der ist immer so mysteriös. Opa ist, oder so. Ja, irgendwie ja, sowas. Der Vater ja nicht. Nee, irgendwie vorher. Guck mal, das Ding ist, er sagt ja auch seit 113 Jahren nicht herbestellt. Und jetzt pass auf, Digga. Der Enchantment Table, Bro. Du weißt gar nicht. Alter, der Alchemietisch, Digga. Alter, was ist hier los? Das kann nicht so weitergehen, die Folgen, so in der Qualität. Was? Das war ein realistisches Glas mit Wasser. Züchtet er sich einen neuen oder was? Ich habe keinen Plan, was er hier macht. Ich weiß, dass es so ein geisteskrank aussieht, ne? Boah, Alter. Oh, wie das? Was ist das denn? Ja, Digga, das ist ja so krass. Digga, das ist kein Anime mehr. Das ist so schön, Alter. Das ist der erste Hybrid aus echt und Anime. Ich habe aber wirklich, muss ich sagen, ein bisschen Angst bei Musan. Ich hoffe, dass er richtig nice wird, ne? Weil ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan, wie das mit ihm sein wird. Aber also bis jetzt hat er so einen geilen Vibe, ey. Ich hoffe, das bleibt so. Alter. Der Enchantment wirklich, Table. Was ist das für ein Table? Mit Raytracing. Alter. Digga, da wird das Blau Map geguckt. Hey. Let him cook, Alter. Oh. Er könnte alles alleine machen, eigentlich. Es sieht so geil aus. Ich finde die drei super. Also diesen Doma, diesen Nummer 1 und hier Akaza finde ich sehr, sehr spannend. Ja, richtig krass. Er ist nicht so, aber naja. Also welche muss es auch geben? Ja. Wie die ganze Zeit drehen, das ist unglaublich. Ey, er kann wirklich machen, was er will. Oh nein. Boah, so eine Minecraft-Treppe. Meinst du, sein Lager sah früher auch so aus wie hier? Ja, komm, bist du ein. Seit so vielen Jahren? 113 Jahren, ja. Kein Mond mehr, das ist krass. Aber das war auch so ein Krampf, die umzubringen. Ich habe gestern mir den Kampf angeguckt, das war so ein maximaler Krampf. Boah, dieser Look. Mm. Man kann sich fast nicht satt sehen, wirklich. Oh, Digga, nein! Was? Oh, Papa hat geschrocken. Alter, er ist einfach hier. Er ist der Schlimmste. Ey, ihn kann man noch safe umkehren am Ende oder sowas. Oh, Sagi, Alter! Oh, Alter, der spirituelle Druck. Boah. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein, dieses Gesicht, Digga, das wurde schon gespoilert. Ich habe das schon tausendmal gesehen und ich dachte immer, es wäre irgendwie eine Tanjiro-Form, aber es ist ja safe. Du irgendwie. Es ist die 1, Digga, das ist so krass. Ist unter Musan der Ficker, oder nicht? Ja. Krass. Boah, ich bin so gespannt auf sein Flashback, ne? Du weißt Digga, gar nicht. Diese falsche Motivation. Digga, das ist doch Tanjiro. Ich bin so gespannt, wie das alles zusammenhängt mit den drei. Es ist so crazy. Ey, wirklich, ja. Ey, den kann man doch safe noch umkehren, die 1 oder so. Da steckt doch irgendwo noch was drin in ihm, so. Jetzt, das fand ich auch weird. Guck mal. Er ist irgendwie hier wieder in sein... Dings, eure Jünger, es ist ein Mensch. Aber man sieht doch, dass er ein Demon ist. Ja, vielleicht haben sie sich einfach... Gibt es einen Kult um ihn, der sie sich ergeben haben oder so? Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Das ist für mich sehr suspekt, was hier abgeht. Sehr komisch. Oh, Alter, aber diese Miso-Suppe. Und jetzt hier auch, Alter, Bruder, was? Ich verstehe gar nichts was? Mehr! Was? Warte mal. Ach, das ist er? Nee. Das ist Flashback? Stopp. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, das ist ein Flashback. Ja, das ist jetzt der Vater, ne? Nicht der Vater, Alter. Das ist, glaube ich, Kokushibo. Guck mal, und der... Was? Digga, blick dir mal durch! Hä? Oder ist das deine Parallelwelt, in die er sich flüchtet oder was? Ich glaube einfach, weiß ich nicht. Das ist Vorfahren und ein Vorfahren sah auch aus wie Tanjiro, das war's. So denke ich mir das. Dass es euch an einem Erben mangelt. Ich als armer Köhler mag nicht der Richtige sein, aber irgendwie wird sich jemand finden. War nicht sein Vater nur ein Köhler so mäßig? Hieß es nicht so? Oh ja, kann sein. Sumiyoshi, müssen wir mal googeln. Oh. Ich trau mich nicht zu googeln. Nicht zu viel googeln, ja. Aber guck mal, er hat diese Narbe auch, ne? Maximale Verwirrung einfach, wirklich, komplett. Du hast keinen Plan, was hier abgeht. Ist das so ein All-for-One-Ding, was er kurz connected war, als er das eingesetzt hat? Oder I know, Alter. Oh, nee. Digga, das ist ja so geil. Nein, ich will nicht jede Woche warten. Der Gott, er muss doch jetzt wie ein Übergott behandelt werden.
für das, was er da geleistet hat. Oh. Ey, Goto, Bro. Oh, die Säure. Weißt du noch? Er war dabei, Digga. Kannst du dich erinnern? Er war dabei. Digga, ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Ja, das ist so geil. Jetzt hast du gesagt, dass der Typ immer da war, weißt du, aber wir haben es ihm gemerkt. So. Ja, weil er war immer am Start. Generisch, ja. Ey, wie krass, die waren ja alle maximal. Guck mal, Inosuke. Inosuke, die ganze Maske war doch voll Blut auch. Ja, Mann. Ja, er wieder, der Aufräumtrupp. Der Aufräumtrupp muss alles hinterherräumen. Wie geil, die machen das immer so, ich weiß nicht, diese Animation so wuchtig irgendwie, weißt du, wie ja, so ja, die Tür so, knallt, das ist so geil. Ja, nicht so natürliche Bewegungen, die denken sich bei jeder kleinsten Animation, denken die sich was bei. Ja, Jan, wo sind die anderen? Geht's ihnen gut? Wo sind die denn? Was? Ja, aber das ist es nämlich, mein Freund. Nein. No, Zenitsu, so man. So ein Ruffy-Impel-Down-Ding jetzt, so, er ist alleine jetzt, oder was? Der Bruder hat auch seine Organe verschoben, Alter. Ja, weil sein Herz durchbohrt wurde und er hat irgendwie sein Organ verschoben. Nein, Digga. Nein, Alter. Oh, Digga, er ist so geil. Digga, ein Honigdachs, ja, ein Honey Badger. Die sind unfassbar. Ja, die können sich echt mit so großen Raubtieren. Ja, ja, wirklich. Muss mal was gucken, was ist das denn für ein Killer? Honigdachs versus Tiger oder so ein Scheiß, Digga. Was? Ja, guck dir das mal an. Die sind so krass, Mann. Ja, was ist jetzt mit Zenitsu? Digga. Das belastet mich schon, Digga. Ja, das ist halt die Sache, Alter. Trick und Track gibt's leider jetzt nicht mehr. Ja, okay, aber das muss auch mal sein, damit man es wieder zu schätzen weiß, weißt du? Und da ist er. Oh, Digga. Das ist so eine wacke Mission jetzt, Digga. Das Ding ist, und weiß er das jetzt? Dass Tanjiro aufgewacht ist und so? Vielleicht schicken die Briefe oder so. Auf ja, jeden ja. Fall ist er erstmal alone. Oh nein. Ist sein Schwert wieder am Arsch? Geht er wieder auf den Sack, Digga? Der Schwertmaster ist nicht so ja, erfreut ja, ja, darüber. Ja. Von mir kriegst du kein Schwert mehr. Oh, das Hidden Village so. Ja, war anders hidden, Digga. Was? Er muss sogar die Nase runter. Was? Digga, wie geheim ist das? Ja, gerade er, mal, ja. Guck mal, überleg mal, wenn die Dämonen das finden würden, Alter, das wäre das Ende für ja. Die. Boah, das ist aber geil, dass das thematisiert wird, sowas. Boah. Boah, ja, Digga! Into Gebirge. Das war doch die Goku-Fahrt gerade. Ja, genau. Alter. Ich finde, das hat voll ein Vibe von der Pokémon-Johto-Region statt. Boah. Ey. Gib mir ein VR-Headset und lass mich da rein, so. Ja, ey, stell dir mal vor, so ein Spiel so auf, Alter. Boah. Ein ey, Game, wo, oh du so, wo du jetzt eine Städte so bereisen kannst, wäre auch voll geil. Ey, das ist einfach CGI manchmal so, aber es sieht aus, Digga, das sieht so ja, krass aus. Ja, geil. Heiße Quellen dürfen nie fehlen. Was uns da wohl erwarten können sie bei den heißen ja. Quellen, ne? Das was ist sehen wir da wohl erwarten das können sie ist, da? Das ist ein Geheimnis. Legendäre Badehaus-Folge kommt dann nächste Woche. Nächste Woche? Ne, weiß ich nicht, aber Digga, eine Badehaus-Szene kommt bestimmt jetzt noch, oder nicht? Moiten! Digga, ey, ich schwöre, ich wusste das wirklich nicht. Oh, und das ist sie, okay. Vorsicht! Oh, Yamine, Digga! Oh, Digga, da liegen sie direkt den Arsch in der ersten Folge, ey. In dem Arc sind ja zwei Säulen tatsächlich dabei, ja, ja. Ne? Wir haben ja vorher ein Material ne? Bekommen, genau, der andere ist auch noch am Start. Er sagt einfach, du sollst dich verbeugen. Tanji, du hast schon gewartet. Er hat sich richtig gefreut, sich zu verbeugen. Alter, ja, wirklich. Zeigen die alle ihr Gesicht auch nicht? Nee. So, auch, Digga, selbst es. Oh, Kotstuhlen. Oh, Becher voll Kot, ey. Ja. Ja, als ob der Tag jemals kommen wird, dass Tanji immer sagt, ja, ey, voll assi von denen. Und nicht mal, ich bin schuld. Ja, ja. Oh, guck mal hier. Da wird der böse. Es ist seine Schuld, weil er ein scheiß Schwert gemacht hat. Oh, Digga, das ist ja noch das andere Mindset dann. Oh, Digga, das Wallpaper, da ist es wieder, ey. Aber es ist ja sehr klein, das Dorf. Ja, verglichen jetzt mit dem Rotlichtdistrikt. Ne? Ja, ja. So, und da, der muss Arc ja versteckt heißt sein, so, also, ne? Also, da findet das jetzt statt oder es dreht sich mehr um dieses Schwert? Ich hab das Gefühl, das wird die erste Zeit so ein bisschen Trainingsarc sein und dann irgendwie ja. Into irgendwer greift an oder die müssen irgendwen angreifen. Das kann ich mir vorstellen. Irgendjemand hat es herausgefunden, so. Digga. Boah, das wäre natürlich krass, wenn das einer rausfinden würde. Schwierig. Ich hab sogar einen wobbly Soundeffekt eingeführt. Digga, es wird sogar thematisiert.
Er packt ja die zu! Sie muss ja überkrass sein auch irgendwo. Irgendwie. Ja, also kämpfen wird die sicherlich. Auch wenn sie so goofy agiert. Was? Nein. Ach, okay, Digga. Oh mein Gott! Digga, der zweitkrasseste ist da. Neben den betenden Mönch, Digga. Der ist ganz, ganz, ganz komisch. Nee, das ist keine Säule. Ja, aber der ist krass, oder nicht? Ja, das ist einer, der gleichen Jahrgang ist wie Tanjiro, der, der hat die Prüfung gemacht. Ja, ja, das war aber einer, der auch krass war, oder nicht? Ja, ja. Ah, ist der Bruder von einer Säule, so war das. Ah! Aber wer ist nochmal die Windsäule? War das nicht auch der Weißhaarige, der auch so komisch aussieht? Ich glaube, das ist der, ich glaube, das ist die andere Säule, die in diesem Arc vorkommt. Er meint, dass er keinen Bruder hat, aber er ist der Bruder. Ja, irgendwas okay. Komisches ist da auf jeden Fall verfeindet los. Am Ende korrumpiert er und wird auch zu dem. Digga, das wäre krass. Sowas können wir aber auch sehr gut vorstellen bei dem. Das ist so auch ja wirklich der Plot, den ich mir vorstelle, wenn ich den angucke. Und dann aber ist die Frage, so ob Tanjiro wieder so durchziehen kann oder noch mehr sich schiebt. Ich weiß aber auch nicht, war das jetzt wirklich, also. Ist sie jetzt hier, um kurz nackt gewesen zu sein und das war's? Das ist krass. Ich bin so gehypt auf die Staffel, wirklich. Ey, wie viele ich Folgen? Auch, Todes. 10 Stück, aber finde ich richtig geil. Geile Länge. Ja, okay. Also ein ja, so ja nicer, cleaner Arc, Alter, das wird ja voll cool sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass das neue Modell ist, weil ganz ehrlich, du brauchst nicht so viele Folgen. So, weißt du, das ist echt ja völlig ausreichend für mich. Über Qualität anstatt Quantität, so wirklich. Ja, das war letztes Jahr geisteskrank. Du weißt, am Ende des Tunnels lauert schon Jujutsu Kaisen. Was könnte das sein? Ja, das war Tanjiro mit Blut, Alter. Wann einmal geflüstert und es hat gereicht, ja. Es hat gereicht. Einmal den Sanji aus ihm gemacht. Da ist er. Da ist er. Ja, da ist er. Ich hatte auch so leere Augen, ey. Ja, nachher ist er der gefühlsvollste von allen. Ne, ich glaube nicht. Nur die Augenfarbe. Ja. Ah, Nebelsäule, also nicht der Bruder, okay. Nebelsäule. Nebelsäule. Jemand hat der Windsäule gesagt. Kann sein. Moinsen! Hä? Guten Tag! Nein, das kann doch jetzt nicht sein! Nein, ist nicht Schluss hier, oder? Was? Nein! Digga, ich habe so viele Theorien gerade! Nein! Nein! Hey, ich habe so viele Theorien gerade, was ist das? Warte mal, ist er jetzt er, der da die 1 und ist ein Doppelagent und ist das sein Menschen, sein. Weißt du, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das könnte auch so eine Statue-Vogelscheuche sein oder so. Ich bin auch sehr, sehr, sehr verwirrt. Ich bin richtig verwirrt, aber ich. Oh mein Gott. Oh, Flashback-Time. Er hat damals Holz geholt. Hook Trainings-Arc. Oh, okay. Das könnte ja geil sein. Noch die ganze Flashback-Folge safe von ihm. Digga, meine Augen können das gar nicht fassen, alles wie viele. Oh, was? Er? Er ist auch am Start. Oh, shit. Voll er? Okay. Alter, geil. Voll geil. Vergessen. Oh, Bruder. Oh, er auch. Ey, der Arc kann geisteskrank werden, ne? Und oh nein! Oh, Digga! Alter! Oh, da ist er! Oh, Digga, was? Oh, er hat eine Knarre einfach! Ey. Oh, das wird. Oh, was bedeutet das? Ding liegt da. Ja, was bedeutet das? Oh Gott! Das wird crazy. Und jetzt nochmal so ein. Nochmal eine Credit-Scene, so, weil das ist auf Filmniveau, wirklich. Das wird sehr crazy. Alter. Also, Leute, das war die erste Folge der dritten Staffel. Sehr überwältigend. 10 von 10, OPT, was sagst du? Ja, 1 von 10, besser gesagt. 10 von 10. Es ist. Also, das ist. Also geisteskrank, das muss man gesehen haben. Das muss man gesehen haben und das werden wir auch sehen weiterhin, week after week after week. Vielleicht sind wir mal 1-2 Tage off, das kann passieren, aber versuchen den Release so gut es geht auf Montag zu drücken, vielleicht auch mal Dienstag. Leute, lasst ein Abo auf den Kanal da, bei mir auf jeden Fall, beim lieben One Piece Theoretiker, alles verlinkt in der Videobeschreibung, yes. Kommentar, Daumen nach oben, ihr wisst Bescheid und wir sehen uns nächste Woche wieder oder am gleichen Tag auch zu One Piece, weil das werden wir jetzt im Anschluss noch aufnehmen. Leute, macht's gut, ciao, tschüss.